Also die Rotoren laufen jetzt gegenläufig, ne? Ja. Der Effekt ist eben momentan, dass eben die Gesamtspannung steigt. Also, ja. Habt ihr jetzt ein Amperemeter und so mit dran hier im Eingang? Oder? Ampere noch nicht. Ich habe hier zwar Dingsmessgerät, weil das Ampermeter verfälscht automatisch die Schwingung. Den ersten anderen Resonanz. Ich würde sagen, nur die Grundkonstruktion haben wir gut gemacht, oder? Die haben wir sehr gut gemacht. Schön gut so. Nee. Aber auf jeden Fall ist es schön leise gegen das zu Hause. Guck hier, steigt weiter. Obwohl ja aus jedem Batterieblock jetzt auch die Systeme betrieben werden, aber die werden auch gleichzeitig geladen. Ne? Was? Mit 44 geht's rein? Kraftaufwand. Sozusagen. Das ist im Prinzip. Die Lorentzkraft umgekehrt. Achso, ich muss natürlich die Kupplung mal öffnen. Wenn ich die Kupplung nicht aufmache, dann kriege ich das schlecht auseinander. Hast du eine höhere Stromaufnahme am Motor. Ne? Ist klar, wenn du 100 Watt am Generator abziehen willst, dann musst du im Motor 100 Watt mehr reinstecken. Mindestens, wenn du keine Verluste hättest. Eigentlich 120, 130 Watt. Klar. Also ich könnte auch 8 reinpacken, 8 so eine Dinger. Dann hätte ich nochmal doppelt so viel Last. Und würde genauso viel reinstecken. Wenn ich stärkere Magneten hätte nehmen würde oder noch mehr Magneten übereinander packen würde, dann würde ich, also die Verbesserungsmöglichkeiten sind da gegeben. Der Erfinder, also der John Bedini, sagt, sein Gerät, was er hatte, da gibt es eine richtige Doku, das hatte einen Wirkungsgrad von 180%. Und er sagt, ohne viel Aufwand ist das Gerät zu verbessern auf 350%. Also das Wort von John Bedini. Ich weiß nicht, wie er das machen will, weil da brauchst du Trafobleche. Das ist für mich alles ein Riesenaufwand, aber für ihn vielleicht nicht. Also kurz geschlossen, ja? Ja. Das hältst du mit bloßen Händen fest? Ja, passiert ja nichts. Der Widerstand der Finger ist höher. Ach so. Ich bin wieder höher, ne?
Einzige, man kriegt ein bisschen Schreck. Warte mal. Ja, der Stromfluss ist nicht, noch nicht so hoch, aber trotzdem. Warte mal, wir müssen nochmal. Warte, ich will nochmal gucken. Ja. Nochmal. Ah, 5,3, 5,4 Ampere und jetzt nochmal dran. Eindeutig geht's runter. Ein bisschen schneller. Ist der Hammer, oder? Naja, und mit den anderen Vieren ist es noch besser. 5,4, das heißt. Nochmal. Ja? Nochmal. Das ist halt nur eine Leuchte erstmal, ne? Man hört es ja auch, dass es schneller wird. Wenn du noch mehr hinhängst, dann wird er noch stärker. Mit mehr Magneten und Stärke und besseren ja. Spulen. Na, wenn du mehr Last hinhängst, geht es noch weiter und gleich. Umso mehr Last, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel. Und dann ist es halt am meisten. Auf 3. Das ist ja fast die Hälfte mehr, also im Prinzip. Ja. Geht dann halt immer runter, ne? Hm. 2,9, ne? Und der Effekt wird halt dann immer stärker, je schneller. Also die Betriebsspannung ist bei 36 Volt jetzt. Ja, geht zwar jetzt viel Verlustleistung durch, nur weil ich das anders regeln. Aber ich denke, wenn die Spannung liegt jetzt bei 36 Volt. Betriebsspannung zu laufen. Die Gesamtkapazität. Das heißt, von den Gemälden. Die wird nicht wieder geladen. Problem ist halt jetzt, habe ich den Effekt nicht mehr bei der Drehzahl, ne? Weil das ist immer nur, wenn der Draht kalt ist. Merkst du das? Wenn der Draht kalt ist, dann geht er einmal kurz hoch. Macht er, ne?
Aber dann brauche ich mehr Last, damit auch der Verbrauch da ist. Ne? Nicht so gut dann. Sondern dann ist wieder normal. Dann ist wieder umgekehrt. Aber kurz will er beschleunigen, solange der Draht kalt ist von der Lampe. Merkst du das? Hm, macht er. Ja. Thank you.